Falle war perfekt. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. So, das Ding ist, der Todesstern ist in der letzten Folge explodiert und wir müssen jetzt mal hier eben gucken, was Sache ist. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Nico. Wir kümmern uns darum. So. Ich habe sich Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da holen. Raus, was wir können. Eben gerade mal kurz einen Dauerlauf gemacht. Und jetzt müssen wir mal eben dann das Granätchen da runterwerfen. So. Ich glaube, eigentlich spiele ich auf Mittel. Oh. Aber wir sind ziemlich einfach zu besiegen. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Und ja. Super. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun. Oh, wir sind tote Klontrooper. So, Jungs, wir regeln das mal eben. Ah, hier sind Klone. Nice. Die Rebellen haben sie eingekesselt. Wir müssen unseren Trupplern helfen. Los! Vielleicht sollte ich erstmal kurz in Deckung gehen, weil ich nicht mehr viel Leben habe. Um jetzt hier zu sterben. Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. So, Jungs. Auf geht's. Elektroschock. Mach schon. Dann mach den mal eben weg. Zack. Nehmen wir den. Oh, von hinten. Was machst du denn da für eine Scheiße? Komm her. Also wie gesagt, ich glaube, die sind irgendwie ziemlich einfach zu besiegen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur an der Story liegt, dass es jetzt einfach bedeutet, ja, dass es halt so Absicht ist, dass sie so leicht sind. Weil man schießt sie ja bloß zwei, drei Mal ab und dann sind die weg. Im Multiplayer dauert das schon ein bisschen länger. Und wo kommen die gerade alle überall, Alter? Ja, fuck, Junge, was soll denn das? Ein Versio wurde besiegt. Ja, warum? Weil, Junge, weil ich da von allen Seiten angeschossen wurde. Mal weiter. So, nochmal. Scan den Bereich. Hier wieder Dauerlauf. Vorsicht, Commander. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Nico. Wir müssen wir ausschalten, oder nicht? Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Wir sollten sie da umlegen, wo sie stehen. Ganz ruhig, Agent. Sie warten auf den Feuer. Was zeigen Sie? Das heißt, wir müssen nicht umlegen. Dann schmeißen wir mal ein paar Granaten. So, dann sind schon mal ein paar weg. Das waren ja so 5-6 Stück. Die holen wir jetzt mal eben alle weg. Wenn ich treffen würde, ja, gut. Da ist noch einer. Komm her. Dann drück ich mal eine Granate rein. Gut, jetzt weiter. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Ich gehe mal oben lang. Vielleicht kann ich dann von oben ein bisschen ein oder anderen wegsnacken. Da habe ich keine Sniper oder so. Das wäre ziemlich geil hier oben. Ich baller mal eben nochmal eine Granate rein. Viele Frauen, die einfach die gleiche Frisur haben wie von Prinzessin Leia. Oh, oh, oh. Okay, mit dem Headshot gehen die direkt weg. Das ist natürlich einfach dann. So, weiter. So, der nächste, da unten. Zack, zack, zack. So, hier, wo rennt die hin? Braucht gar nicht weglaufen. So, weiter geht's. Die Tarnung ist sogar gar nicht mal so schlecht von dem. Das fühlt man sich hier alles alleine. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ob es einfach nur stehen bleiben oder... Egal, das ist eine kleine
Morgensequenz geht jetzt da. Das heißt, Morgensequenz könnte da runterlaufen, aber so irre irgendwie. Komm her. Friss mal eine Granate. So, ich glaube, wir haben. Jawohl. Super. Plattform 4 erreichen. Okay. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. Lass mal hier einen schönen Raketenwerfer mitnehmen. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld, Commander. F2, okay. Geht's hier runter, ne? Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Sie setzen auf dem ganzen Mond Truppen an. Wir sind nicht mehr lange hier. So viele Truppen haben die doch gar nicht, Alter. Ja, jetzt wahrscheinlich. Offiziere machen die Verbündete effektiver und können Abwehrgeschütze einsetzen. Feindliche Offiziere sollten immer zuerst ausgeschaltet werden. Alles klar. Dann nehme ich mir bei Bakus eben den Raketenwerfer. Sperre mich da mal eben hier hin. Habe ich überhaupt dahin getroffen? Ich glaube gar keinen, Alter. So, Offizier ist weg. Da hinten ist noch ein Offizier, den hole ich mir mal eben. Oder ist der ganz da unten? Der ist ja ganz gut, dann brauche ich den auch nicht angreifen. Das macht ja keinen Schaden, Alter. Du wirfst sie dann rückwärts eine Granate, was will sie denn damit erreichen? Ich glaube, mehr ist hier nicht. Boah! Das eskaliert gerade hier übel. Okay. Ich war safe. Ich muss mal gucken, wie ich den hier irgendwie einmal einen reindrücke. Super. Ach, das ist nur eine Splittergranate. Okay. Ja. Gucken, dass ich hier ein paar wegbekomme. Da sitzt einer. Da sitzt auch einer. Treffe ich gar nicht, was soll das denn? Von hinten schießt wer. Das könnte aber auch Husk sein. Husk? Ich weiß nicht, wie er heißt. Hier. Steht mitten am Feuer, ne? Aber nimmt keinen Schaden, alles klar. Wir sind fertig. So, gehen wir weiter runter. Ihre Position. Ich bin mit einem Trupp bei der Plattform und warte auf Sie und Agent Husk, bevor wir vorrücken. Auf dem Weg. So, dann mal los. Oh, ich glaube auch durchs Feuer. Was ist das hier? Wieder ein Abwerfer oder nicht? Okay, falls ich den ersten vergesse. Da ist ein Kellerassel. Haben sie gewohnt? Ach, die stehen ja einfach. Okay, da war eben gerade ein Geschütz. Und so. Alles klar, hat keinen gejuckt. Wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. So, was ist hier? Eine Kiste. Achso, wir sind durch, okay. Blendgranate und Schild haben wir jetzt bekommen. Und eine neue Ausrüstung. Entschärfungsgerät. Einen ionisierten Energiestoß erzeugt, der gegnerische Waffen überhitzt, Sprengsätze entschärft und kurzzeitiger Schütze deaktiviert. Oder die Blendgranate. Oder was haben wir eigentlich jetzt aus. Was ist denn das hier? Arbeitet eine Regenerationsschutz. Also das ist gesperrt. Achso, das haben wir ausgewählt, okay. Boah. Ich überlege gerade. Schützt Aiden mit einem tragbaren Defektorschild und Blasterbeschuss. Ich glaube, das nehmen wir. Das brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir hier so eine. Wo meine Blendgranate haben wir eigentlich dabei. Das habe ich eh nicht benutzt, ne? Nehmen wir den einfach mal mit. So müsste es eigentlich hinhauen. Schildstörung. Okay. Ne, warte mal. Doch. So machen wir das. Zurück zum Spiel und los geht's. Weiter geht's. So, beim Testen. Hier ist jetzt das Schild. Das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Ich weiß auch nicht, was F bedeutet. Die
TIE-Jäger befinden sich ganz oben, Commander. Das schaffen wir nur, wenn wir alle Rebellen am Boden ausschalten. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Das ist natürlich nice. Hask, mitkommen. Allzeit bereit. Auf mein Zeichen. So, jetzt wäre natürlich einmal... Oh, bin ich blöd. Komm, dann hauen wir den erstmal weg. Feuer frei! Ach so, das ist natürlich geil. Okay, erstmal wieder ausschalten. Okay, jetzt habe ich langsam gegriffen. Jetzt können wir schön ranzoomen und dann erstmal das Geschütz hier wegschießen. Das überhaupt funktioniert, ist einer von uns? Nee, hä, warum haben die so einen? Die Frage ist, warum haben die so einen Läufer? Dann schalte ich mal zuerst aus, am besten. So, das ist easy hier. Die kriegen wir ja alle so down. Hier, zack. Die haben da wie die Hühner von der Stange. Hier, irgendwie ist es zu einfach. Ich will jetzt auch nicht hier große Töne spucken. Große Töne spucken? Aber... Das ist eigentlich ein Schild, warum kann ich das nicht mehr einsetzen? Achso, jetzt kann ich es wieder einsetzen. Achso, hier, das ist mein Droide. Okay. Na komm. Ich bin doch noch mehr ab, Idiot. Holen wir uns erstmal kurz. Scoutläufer am Boden. Super. Wiederhole. ATST am Boden. Trotz überlegener Feuerkraft haben die Rebellen keine Chance auf den Sieg. Da ist noch einer. Das ist echt das Kind, das kann ja nicht sein. Ich habe, glaube ich, ich habe echt auf normal gestellt. Und die sterben mit einem Schuss. Also klar, aber auf dieser Entfernung ein Kopftreffer ist. Ziemlich, ja, was auch immer. Gut. Fällt mir auf jeden Fall richtig gut, das Spiel. Von wo schießt der denn jetzt noch? Da, komm her. Habt ihr gerade Rebellenoffizier gehört? Die Plattform gehört uns. Zu den Listen. Wir treffen uns oben bei den TIE-Jägern. Ja, Mann. Okay, jetzt nochmal hier den Fahrstuhl hacken. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die TIE-Jäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Da oben. Mal kurz gucken, wo einer ist. Da oben ist einer. So, die holen wir mal eben da so alle weg. Was ist das jetzt hier? Ein Sniper? Okay, nee, das ist ein Granatwerfer. Ja, Commander. So. So, erstmal ein Schild wieder drauf machen. Dann hier Prinzessin Leia abklatschen und sich wieder von hinten wegsnackt. Ziel, Schock. Und jetzt sind es endlich mal richtige Rebellen, die nicht beim ersten Schuss sterben. Hoffentlich. Attacke! Erstmal hier, haben wir Harakiri. Agent Miko, das ist Ihr TIE-Jäger. Ich gebe Ihnen Deckung, Commander. Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Ey, was soll denn das? Deaktiviert. Jetzt. Schießen wir hier von allen Seiten an, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Startbereit, Commander. Ich folge. So, die ist auch weg. Die noch. Und der da noch. Der da hinten.
Jetzt wollen wir wahrscheinlich aber nur hier reinlaufen. So, easy. Sind Sie noch da, Kommander? Jäger gesichert. Wir sehen uns oben. Super. Oh nice, jetzt müssen wir natürlich im Raum fliegen. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.